Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Simotrans. Ja, wir haben ja letztes Mal versucht, eine Brücke zu bauen, die irgendwie nicht klappt. Da müssen wir nochmal dran, ne? Und deswegen machen wir das ganz einfach so, indem wir hier nochmal was dran machen, denke ich. Und dann gucken, ob dann die Brücke funktioniert. Aber wir könnten eigentlich auch gucken, das geht da nicht. Ist da, ja, da geht's. So mache, dann müsste die Brücke ja auch eigentlich noch da vielleicht in der Höhe bleiben. Das war noch so meine Idee letztes Mal. Oder zwischen letztes Mal und jetzt. Und jetzt gucken wir mal, ob die Brücke da Spannweite hat. Ist die so viel größer, dieses Stück, wie das? Irgendwie komme ich da nicht mit klar. Zweite Brücke ist die. Irgendwie passt da was nicht. Den Berg mal breiter machen. Vielleicht hat es damit zu tun. Irgendwann haben wir es, oder? Diese Brücke hat nicht die benötigte Spannweite, steht da ja auch, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber wie war das? So, jetzt geht's bestimmt. Die andere? Die geht. Jetzt passt's. Ja, gut, okay. Dann haben wir das geregelt. Machen wir das wieder ein bisschen schick, oder? So. Und geht die dann auch da so rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja. Aber so will ich das nicht, wie das ist. Wenn ich das jetzt abreiße hier, ne, reiße ich die ganze Zeit. Ja, ist halt so. Dann checken wir mal gerade, ob das reicht. Das reicht noch, gut. Dann können wir dahinter noch das abreißen. Will er jetzt dann nicht mehr? Dann lassen wir es so. Egal. So, die Brücke ist jetzt fertig. Vielleicht nicht unbedingt verbunden. Das müssen wir gerade noch checken. Dann sollten wir jetzt mal auf 160 Gleise umsteigen. So, wenn sie verbunden ist, dann jetzt. So, okay. Das Ziel war dann hierhin. Dort drüber hin. Und da verbinden, genau. So, und hier wird das gleiche Problem in grün sein. Das müssen wir dann aufschütten. Gucken, ob die Brücke darüber geht. Ich glaube noch nicht. Reichweite nicht gut. So, das würde auch nicht reichen. Das bedeutet, wir schütten da auch was auf. Ich weiß jetzt nicht, ob das passt. Doch, wir hinkommen, aber die Reichweite ist noch nicht genug. Also mehr aufschütten. Sowieso dann aufschütten. Gut, neuer Versuch. Jetzt geht's. Dann wäre das hier. Da müssen wir noch was aufschütten. Und dann geht die da auch, oder? Passt. So, dann Gleise verbinden. Super. Und da geht's so lang. Na, das ist jetzt da doof gelaufen. Super. So, Verbindung ist, glaube ich, ungefähr hergestellt. Und dann müssen wir nach da. Macht er nicht.
Da lang. Wohin ging die Bahnlinie denn hier? Gar nicht, ne? Genau, da war keine Bahnlinie. Okay. Das heißt, wir machen das bis dorthin. Ja, will er auch wieder nicht so gut. Und dann bleiben wir da. So, das ist alles verbunden, oder? Und dann kommen wir hier rüber. Und wo war jetzt die Tierfutterfabrik da? So, darüber, oder? Tja. Wie macht man es am besten? Keine Ahnung, ne? Nehmen wir mal erst das Gleis hier. Okay, wir müssen weiter nach da. Zwei rüber, wenigstens. Da hat es eine Unterbrechung gegeben. Dann das Gleis wieder her. Da ist es. Vier. Und dann müssen wir hier rüber. Und dann machen wir das auch rein, ne? Drei. Ah, da hat's geklappt. Geht das so? Nein. Nein, das geht so nicht. Das geht nur so. So, da ist der Bahnsteig weg. Und wieder hin. So, jetzt ist die Frage, wo ist der letzte Zug unterwegs? Nirgendwo. Hier gibt es keinen Zug. Andere Seite, ne? Wie weit weg? Weiß ich auch nicht. Da. Dann würde ich ja fast sagen, schließen wir das mal hier an. Dann kann der Zug dahin fahren, ne? So ist gut, ne? Und darüber. Alles ist gut. Ja. Dann brauchen wir kein zweites Depot bauen. Das war jetzt so der Gedanke, ne? Okay, dann müssen wir da oben hin zum Depot. Warte mal, dann machen wir das da, da Waggons haben wir, ne? Ja, da war. So, jetzt eine Top-Lok dafür. Ja. Mal schauen, ne? Wie wir das wirklich nehmen. Eins, zwei. Wo war die Zuglänge? Da oben. Okay, da ist er schon zu langsam dann. Geladen. Wenn wir einen wegnehmen, haben wir 73 geladen. Da fährt er volle Geschwindigkeit. Ich glaube, wir bleiben dabei, oder? Lass die beide dran, da passt schon alles. So, dann Fahrplan ist nicht vorhanden. Den müssen wir dann anlegen. Der war von dort darüber. Noch da. Gut, und
In Döbeln war 100% Laden, ne? War das links? Ich glaube, es war links, ne? Ja. Und das war. Tier. Oh, was war das? Das war verkehrt. Statistik ruft da jetzt hier. Oh, ne, Statistik ruft da auf. Falsch. So, das ist eine neue Linie und die heißt Tierfutter. Döbeln. Glaube, das wird so geschrieben, ne? Altenau, oder? Altenau? Ne, Adenau, nicht Altenau. Adenau. Ich muss, glaube ich, jetzt neue Linie klicken, ne? So, jetzt muss ich gucken, ob es angelegt ist. Tierfutter Döbeln Altenau, da ist er. Gut. Passt. Der muss da drauf. Und der steht da und dann kann er auch starten eigentlich, ne? Ja. Gut, dann fährt der. Ist da jetzt nur ein Waggon über? Nein, das war nur die Übersicht. Gut. So, dann kriegen die hier unten das Tierfutter. Und die können dann Verbrauchtierfutter, genau, Geflügel und Eier kommen dann da raus. Dann müssen wir da nochmal rüber. Und was brauchen die? Ich hoffe nix. Ne, Getreidehof. So, das heißt, wir müssen auch liefern. Wo ist der? Ah, der ist da in der Nähe, ne? Das ist. Ne, das ist nicht in der Nähe. Doch, das ist hier unten, ist die. Da ist er. Dann würde man den dahin fahren. Wo ist der nächste? Auch da. Der ist weit weg. Und ja, die sind ja immer auf Entfernung sortiert, genau. Gut. Dann müsste man diesen und diese beiden müsste man eigentlich anschließen, ne? So, wo ist der kürzeste Weg? Wahrscheinlich hier hin zu der Stelle da. Ja, da müsste man hier transportieren, ne? Und zwar von da. Ich würde das sagen mit der Straße, ne, oder? Kommt ein bisschen drauf an, wie viel die brauchen da. Da müssten wir mal einmal hier unten reingucken, ne? Wie ist denn die Menge Weizen, Gerste? 50, 50. In welchen Anhänger kommt das denn rein? Das ist jetzt die nächste Frage, ne? Ja. Da ist der Zug, das Zugdepot. Transportiert was? Siloware los, das heißt, der Zug kann auch gleichzeitig das da holen, wahrscheinlich, ne? Tierfutter machen wir mal. Weizen war ja auch gefragt. Ne, das ist ein anderer Wagen. Schön, ne? Ich hätte jetzt echt gedacht, dass das da reingeht. Wo ist die Gerste da? Die Gerste ist auch der da. Gut, das bedeutet, wir müssen überlegen. Ja, die Beförderung nach da muss definitiv mit der Straße passieren, würde ich sagen, ne? Straßenfahrzeuge gibt's hier. Wie schnell fährt denn so ein Getreide-LKW? Das ist die nächste Frage, ne? Ja, 100 muss sein. Der liefert hier nur ab und fährt wieder. Hier braucht keiner stehen in dem Sinne.
Na, jetzt haben wir das falsch gemacht, ne? Ja, genau. Da muss er hin. Einfach mal gerade ziehen. Hier kommt er natürlich schlecht runter, ist klar. Passt. Von hier nach da. So, oder? Machen wir mal so. Und von hier nach da. Macht er natürlich auch wieder nicht. So. Wäre gut so, ne? Machen wir mal so. Dann Frachthof dahin. Oh, der ist ja riesengroß. Ne, so fast hier oben hin machen können, ne? Na, machen wir dahin. Und da machen wir auch einen hin. Und wir brauchen hier einen. Dann brauchen wir noch ein Depot. Dafür müssen wir noch ein Stück Straße haben. Machen wir da hin. So, und dann kann das eigentlich mal alles hier zuerst. Und ja, aufs Depot drauf. LKW für Getreide, ne? Gerste würde reichen. Ja, das ist ein Treckeranhänger oder der da? Nehmen wir den. Hängen den da dran. Ne? Da können wir zwei dran hängen. Aber dann wird er ja noch langsamer, ne? Bringt also nichts. Oder? Dann fährt er nur 26 km/h. Ne, dann lassen wir so schnell fahren. Den verkaufen wir auch gleich. So. Dann kopieren wir den. Das Ganze viermal. Und dann braucht er einen Fahrplan von dort nach dort. Und beim ersten Mal 100% laden. Neue Linie. Ja, Getreide. Ah, wieder nicht richtig. Diesmal das G erwischt. Neue Linie. So. Ich schreibe dann mal Getreide. Südostwald, ne? Oder wie heißt das da unten? Hardexen. Ich schreibe das mal nur so erstmal auf, oder? Ne, da müssen wir noch. Hardexen, und wie heißt der Hof? Ist auch Hardexen. Südostwald. Fertig. Jetzt muss ich da, glaube ich, neue Linie klicken, dass das klappt, oder? Starten wir. Der kriegt das da auch noch. Starten wir auch. Und dann müssen wir für den noch eine neue Linie ziehen. Und wo ist der hier? Ah, das ist es. Auch Hardexen im Endeffekt, ne? Der kriegt jetzt den anderen Fahrplan dann.
das erste auch 100% laden. Gibt eine neue Linie, die Linie heißt auch Getreide Hardeck-Sen. Alter Getreidehof nenne ich das jetzt mal. Fertig. Weiß jetzt nicht. Machen wir so oder nicht. Das war daneben geklickt. Da, Getreidehof, Fahrplan, Pferd. Passt. Und der kriegt die gleiche Linie. Und der fährt da auch hin und passt auch. Gut. So, dann kurz gucken. Ja, da passiert noch nichts, einfach aus dem Grund, weil da noch kein Zug drauf ist hier unten, der dann dahin fährt, ne? Der fehlt nämlich auch noch. Das bedeutet, ich nehme auch die Lok wieder, dann einen Waggon von der Sorte. Ja, einer geht noch. Dann geht noch einer. Dann lass das so. Und der kriegt einen Fahrplan. Von hier. Nach da. Wo war das lang? Hier war das lang. Da müssen wir noch ein Signal vielleicht hinstellen. Sehe schon. Das wird nichts werden, weil der da drinnen steht, ne? Dann ist das... hat wieder gut geklappt, ne? Zwei Fenster sogar aufgemacht. Ich muss da irgendwie nochmal reinklicken oder eine neue Linie machen und dann reinklicken. Getreide. Hardeck. Sonn. Nach Döbeln. Passt. Fertig. Und Start. Habe ich da jetzt voll gemacht? Ich glaube nicht, ne? Shit. Ja, jetzt sind hier diese Linien alle wieder neu produziert. Machen wir alle. Linie löschen, fertig. Getreide, Hardexen. Wo ist er? Ah, der fährt noch, okay. Ist aber schon beladen, das heißt, es gibt eine Kette, die funktioniert. Und die zweite? Ah, ich glaube, wir haben einen falsch drauf gesetzt, ne? Okay, das heißt, einen nicht laden gleich. Und dann müssen wir da aufpassen. Getreide, Getreide, jetzt ist... Das sind die beiden Bauernhöfe, ne? Genau. Und das andere war Döbeln. Also, das ist hier unter Zug. Zug, da ist Zug. Wo ist der jetzt? Linie ändern, Hardexen, Südostwald, genau, da muss 100% sein. Dann haben wir das schon erledigt, dann passt das schon. Der fährt auf jeden Fall auch dahin. Gut, okay. Soweit, so gut. Der ist schon an der Anhöhe. Lassen wir gerade mal schneller laufen. Achso, nicht laden brauchen wir gar nicht machen, weil wenn der da gleich entlädt, dann können wir dem schon jetzt hier neue Dingens machen. Sag schon, Fahrplan ändern. Alter Getreidehof und alles ist gut. Gott. So, zwei fahren hoch und zwei sollten jetzt nach unten fahren. Und passt. Wunderbar. Dann läuft das. Wo ist er? Da. Kurz nochmal schnell laufen lassen. Gucken, wann er ankommt. Da ist er. Und bleibt jetzt hier stehen, ne? Aber ist auch schon so viel da, dass der voll ist, oder was? Nee, das ist Eisenerz, okay. Ja, 40 von 72 Tonnen. Die kommen gerade an und dann wird er fahren. Ich glaube, da kommen wir... passend mit hin, dass das mit dem Sach schon Hof auskommt. Ja, jetzt fährt er auch schon. Gut.
Okay. Dann sind wir bis dahin und hier müssen wir gucken, dass wir das ändern, weil hier muss noch ein zweiter Bahnsteig hin, ne? Definitiv. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.